Ein tierisches Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Gecko-Tagebuch. Was ihr hier gerade schon seht, ist die Profilleiste von dem kleinen Übergangsterrarium für unseren Goldstaub-Taggecko Gucci. Der lebt jetzt hier schon seit einigen Wochen drin. Und sein Lieblingsplatz ist tatsächlich hier oben diese Profilleiste. Er guckt doch gerade raus, tut es auch. Genau, also hier oben sitzt er quasi drin. Man sieht ihn mit bloßem Auge schon, aber hier mit der Kamera leider nicht. Aber sobald er mal wieder draußen ist, vielleicht kommt er noch in der Folge hier raus, deswegen dranbleiben. Vielleicht kriegt man da nochmal einen schicken Einblick von ihm. Wo es aber heute drum geht, hier übrigens das Futter, mit dem man den füttern kann, zum Beispiel, ist halt hier dieses Babynahrung. Sollte man einmal die Woche ungefähr füttern. Ich habe jetzt hier Äpfel mit Bananen, mag ihn ganz gerne, steigt ab und zu mal ab. Da tut man einfach so ein kleines Häufchen irgendwo auf so ein Blatt drauf und dann kommt er da hin und steckt das ab. Ansonsten halt dann alle 2 Tage 2 kleine Heimchen bzw. Grillen. Damit füttert man den Gecko. Wenn ihr mal eine extra Folge bloß über den kleinen Gucci haben wollt, im Gecko-Tagebuch, wird es da, denke ich, auch noch einen Platz dafür geben, dass wir das Gecko-Tagebuch quasi ein bisschen erweitern. Hier nicht nur die Leopard-Gecko, sondern auch den kleinen hier. Dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Und schreibt jetzt mal in die Kommentare Hashtag Gucci, dann weiß ich, alles klar, ihr wollt mehr Folgen hier auch über den Kleinen, dann machen wir das auf jeden Fall, auch wenn er mal draußen ist. Und wenn ich ihn mal fütter und so. Kommen wir jetzt aber erstmal zu dem, was ihr auch im Video gesehen habt, im Titel meine ich, im Video seht ihr das jetzt, und zwar zu den Leos. Und ich zeige euch erstmal was, was vielleicht den einen oder anderen jetzt auf den ersten Blick ein bisschen schockieren könnte, und zwar den Boden. Jetzt könnte man natürlich meinen, hier, was ist denn hier los? Hier ist übelst dreckig, räume mal das Terrarium auf. Ja, werde ich definitiv tun. Aber warum ist das so? Und die Geschichte, die erzähle ich euch heute, deswegen möchte ich das jetzt noch drin lassen und euch auch zeigen, warum das so ist. Dass jetzt quasi hier diese Erde rumgewühlt ist. Der ein oder andere, der sich jetzt schon mit Leopardgeckos ein bisschen auskennt, der weiß das sicherlich. Die Leopardgeckos vergraben ihre Eier. Und so ist es auch jetzt geschehen. Vor einiger Zeit wurden halt beide Weibchen, also sowohl hier Luzi als auch Lea dort hinten, von unserem Männchen, hier Luigi, begattet. Ja, und in letzter Zeit kamen dann quasi mal wieder die Kratzgeräusche ziemlich laut auf, von hier, der Dame, der Luzi. Denn sie hat jetzt Eier abgelegt. Und das ist auch heute so ein bisschen der Bestandteil dieses Videos. Ich erkläre euch einfach mal so ein bisschen jetzt neuere Erkenntnisse über die Eier, beziehungsweise auch das gemeinsame Ausgraben der Eier machen wir heute auch noch hier in diesem Video. Wenn ihr Bock habt auf mehr solcher Videos, dann vergesst nicht zu abonnieren. Und ich werde jetzt auch, weil ich gerade selber in der Abiturzeit bin und da jetzt nicht so viel Zeit habe für große Videos, beziehungsweise halt jetzt auch ein größeres Video habe, wo dann halt die ganze Zeit drauf geht und deswegen ich jetzt nicht so viel Zeit für wöchentliche Videos habe, in einem größeren Anspruch. Deswegen werde ich wahrscheinlich dann halt hier mehr Gecko-Tagebücher haben. Deswegen schreibt jetzt auf jeden Fall mal in die Kommentare, über was für Themen ihr jetzt quasi bei den Leopard-Geckos oder auch bei den Goldstaub-Taggeckos quatschen wollen würdet, was euch da interessiert, und dann machen wir da mal ein Video drüber. Ja. Jetzt aber erstmal hier zu dem Massaker quasi an dieser Pflanze. Ich hatte hier Kakteen drin. Das sind solche Sternkakteen. Und ja, Leopardgeckos sind halt so, dass sie ihre Eier, wenn sie halt trächtig sind und kurz vor dem Ablegen der Eier sind, quasi vergraben. Und dementsprechend suchen sie halt quasi schon vorher, wo denn der passende Platz ist. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, ich habe jetzt hier noch mehr solche Töpfe drin, da müssen mal wieder neue Pflanzen rein. Bis jetzt hat es halt bloß die überlebt, beziehungsweise auch noch ein paar Pflanzen hier, aber so mit Erde hat es jetzt halt bloß die überlebt. Jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so weit, so wie ich das jetzt hier so sehe, weil halt Luzi hier ganz schön zugerichtet hat. Aber warum haben sie es dort drin vergraben und jetzt nicht hier einfach so in den entspannten kleinen Topf genommen, wo quasi ja, der Sand ohne Pflanze schon erhältlich ist. Gucci guckt auch immer wieder raus. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich zoome mal ran. Dort oben. Der beobachtet uns sehr kräftig. Der ist auch schon ziemlich zutraulich geworden. Das finde ich eigentlich ganz cool. Jetzt guckt er gerade hier ein bisschen raus. Das fetzt auf jeden Fall.
Ja, aber hier mit den Leopardgeckos ist es halt so. Und dementsprechend war es dann quasi so, dass also hier die Leopardgeckos nach dem Platz gesucht haben und sich halt für diesen entschieden haben, hier halt mal ein bisschen drin rumzuwühlen, aus dem Grund, dass quasi hier noch die einzige Pflanze drin war, die ich halt jetzt noch bewässert habe. Ich habe hier dafür so eine schicke Sprühflasche. Ich verlinke die euch mal unten in der Videobeschreibung. Kann man auf jeden Fall empfehlen, so eine Sprühflasche zu haben mit so einem Pumpsystem hier. Es gibt ja auch noch welche mit so einem Sprühaufsatz, wo man so ein bisschen selber pumpt, aber hier das eigentlich ganz gut pumpt und halt so ein bisschen rein und kann dann einfach hier auch mit dieser Metalldüse quasi das so einstellen, wie grob bzw. fein jetzt die Sprühung sein soll. Da auf jeden Fall mal eine passende Flasche unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr darüber was kauft, dann können wir auch weitere Videos dann quasi darüber machen. Also falls euch das interessiert, dann schaut gerne mal unten vorbei. Ja, und mit der habe ich halt entsprechend immer hier schön reingesprüht und halt auch besonders diese Pflanze angesprüht. Und Leopardgeckos wollen halt ihre Eier möglichst an einem Ort verstecken bzw. ablegen, der halt leicht zu graben ist, deswegen auch halt in diesen Blumentöpfen und jetzt nicht hier auf dem Bodengrund. Es ist Sand-Lehm gemischt, das heißt, der ist fest, also da können sie nicht wirklich graben. Deswegen brauchen sie halt irgendwie so ein Substrat und das wäre halt hier dieser Blumentopf gewesen, weil, oder ist halt dieser Blumentopf, weil entsprechend halt hier der auch feucht war. Haben wir natürlich gesehen, rechtzeitig zumindest, oder zum Glück. Beim letzten Mal war es dann halt auch so, dass sie es irgendwo daneben gelegt haben, weil ich dann halt selber im Urlaub war und dann haben sie das aber irgendwo abgelegt und ja, die lagen daneben. Ich hatte es auch schon einmal, dass die quasi in dem Wassernapf eingelegt haben, so krass befeuchtet brauchen die das. Also jetzt, ihr müsst da ein bisschen aufpassen, dass wirklich dann halt, wenn das so weit kommt, dass sie halt anfangen rumzubuddeln irgendwo, dass ihr dann halt wirklich ein Behältnis hinstellt, dass ihr dann auch regelmäßig befeuchtet, weil entsprechend halt die Leopardgeckos sowas brauchen. Sonst, wie gesagt, landet es halt im schlimmsten Fall im Wasser und das wäre halt, ja, ein bisschen suboptimal für die Leopardgeckos. Die Kleinen dann, wenn die dann im Wasser liegen, das vertragen die Eier nicht so gut. Deswegen habe ich quasi hier jetzt auch schon unsere lang bewährte Eiablagebox. Die ist jetzt nicht die hübscheste, muss man ganz ehrlich sagen, aber sie ist auf jeden Fall die praktikabelste, weil die kann einfach super jeder selber zu Hause nachmachen und sie ist einfach sehr einfach in der Wartung, was halt den Effizienzfaktor massiv erhöht. Ich habe jetzt hier noch Sepiaschale, falls ihr euch das gerade fragt, was das ist. Das brauchen die gerade jetzt in der Zeit, wo sie halt jetzt ihre Eier ablegen, um halt die Eierschalen dort zu bilden. Da brauchen die halt viel Mineralien. Dafür ist es dann da. Ich fütter auch gerade ausschließlich mit Heuschrecken, mittleren Wüsten, also subadulten Wüstenheuschrecken von dem Terraristikshop.net. Den Link dazu findet ihr auch mal in der Videobeschreibung. Da gibt es auf jeden Fall schicke Futtertiere. Die könnt ihr euch als Abo bestellen, spart dann auch da vernünftig Geld. Ja, und das kriegen sie halt gerade aktuell immer schön mit Vitaminpulver und Mineralpulver bestäubt. Sind trotzdem ein bisschen dünn, weil sie halt gerade ziemlich Anstrengungen haben, halt mit dem Eierablage. Also hier jetzt gerade Lucy hat halt, das ist halt für so ein kleines Tierchen nicht so einfach, dann immer so zwei Eier rauszupressen. Deswegen braucht das dann immer viel Energie. Also die wird jetzt wieder ordentlich zu füttern bekommen. Nochmal kurzes Update, bevor ich dann hier hinkomme. Es ist einfach so viel. Und zwar jetzt hier zum Luigi, zu seiner Wunde. Beziehungsweise, nee, das mit der Wunde machen wir im nächsten Teil. Das gucken wir uns im nächsten Teil an, was da passiert ist. Jetzt aber erstmal hier, damit das thematisch auch eine Bindung hat und damit der Spannungsfaktor quasi aufs nächste Video übertragen wird. Könnt ihr gerne abonnieren, dann werdet ihr da informiert, wenn quasi das nächste Video ansteht. Ja, die Box ist quasi einfach bloß eine Grillenbox mit so einem Granulat hier drin. Das packe ich euch auch mal in die Videobeschreibung. Das ist speziell halt für solche Brutapparate bzw. so ein Brutsubstrat. Zellulit heißt das, glaube ich. Ja, doch, müsste so sein. Und dann einfach hier halt einen Deckel drauf gemacht, den ein bisschen schwarz angemalt und halt hier so eine Lücke gemacht. Ich hatte es auch schon mal, dass ich so eine Heimchen- oder Grillenbox hier genommen habe und hier vorne in den Deckel eine Öffnung reingeschnitten habe und dann quasi oben einen Deckel drauf gesetzt habe. So finde ich es eigentlich ganz cool, weil da fliegt jetzt nicht so krass viel raus, wenn die hier drin rumbuddeln, weil ihr seht, also ist halt nicht sonderlich viel Platz, weil die wollen das halt wirklich möglichst, ja, wie soll ich sagen, beengt da drin. Also es soll schon Platz sein, also ihr dürft den jetzt nicht bis hier oben hin voll machen, könnt ihr auch, aber so ist eigentlich ganz gut.
Aber wenn dann bloß unten so ein bisschen Substrat drin ist, dann fetzt das nicht. Das hier, was ihr übrigens gerade hier seht, was hier so glitzert, das ist nicht das Ei. Also ich würde halt sagen, wenn ihr jetzt hier so eine Grillbox habt, dann wirklich bis zur Hälfte, wenn nicht sogar noch ein bisschen drüber halt mit diesem Zellulit aufschütten. Und das kann man auch mehrfach verwenden. Also wenn ihr da jetzt keine Probleme mit Schimmel oder sowas gehabt habt in eurem bisherigen Verlauf von irgendwelchen Brutzeiten oder Eiern, dann kann man da auf jeden Fall halt das Zeug wiederverwenden. Da kauft man sich dann einmal so eine Tüte und hat die dann auch über Jahrzehnte, würde ich fast behaupten, je nachdem, wie viel Leopardfikus man halt hier hat. Mutti trinkt hier gerade übrigens ein bisschen Wasser, ne? Die braucht wieder ein bisschen Energie. Übrigens das Wasser, zur Info, das habe ich jetzt gerade frisch gemacht und was ich da auch noch immer reinpacke, jetzt gerade halt auch wegen dem Eierzeug, ist von Exoterra hier, dieses Calcium, mal scharf stellen hier. So, hier dieses Calcium Liquid Zeug, da muss man halt hier, wo stand es drauf? Ich sehe es gerade ehrlicherweise nicht. Die Dosierung. Doch, dort hier. Fütterungsempfehlung: vor Gebrauch gut schütteln und dann 2 Tropfen auf 30 Milliliter Trinkwasser geben. Also entsprechend halt hier mal bei euren. Die kommen jetzt schon nicht hoch, weil sie denken, es gibt Essen. Gibt es auch gleich noch. Aber dann halt mal hier sich einen Becher nehmen, Messbecher, dann halt mal ein bisschen Wasser reinfüllen, in diese Schale dann das Wasser in den Messbecher kippen und gucken, wie viel Wasser da jetzt halt reinpasst. Bei mir hier bei dieser Schale sind es 90, ne, 100 Milliliter, die passen hier tatsächlich rein. Deswegen packe ich da immer 7 Tropfen rein. Und das machen wir jetzt auch mal. Und also. Ja, schaden kann es nicht. So ein bisschen, dass man da auch noch einen guten Mineralgehalt in diesem Wasser hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, jetzt machen wir schnell noch das Such hier. Genau, das auch auf jeden Fall noch eine Empfehlung wert. Da halt, wenn die trächtig sind oder generell einfach so ein bisschen da Kalzium in das Wasser mit reinzugeben. So, jetzt aber jetzt hier, oh, wir haben es ja schon ziemlich weit vorangeschritten hier im Video, zu dem Ausbuddeln der Eier. Ich hole jetzt einfach mal die Box raus. So, also das hier ist das gute Stück. Die Eier wurde letzte Nacht abgelegt und jetzt. Hier sieht man auch gerade schön. Na, ich filme das hier alles gerade mit dem Handy, weil wie gesagt, ich bin halt gerade in der Abi-Phase und da ist jetzt nicht so viel Zeit, da jetzt irgendwie krass groß in der Nachbearbeitung noch was zu machen. Deswegen, um euch da aber trotzdem mal den Content zu liefern, mache ich jetzt einfach hier mit dem Handy. Aber bald kommen auch wieder Aquaristik-Videos in einer höheren Qualität, mehr oder weniger. Es hat sich hier so hingesetzt, dass man das natürlich nicht so gut sehen kann, was ich eigentlich zeigen wollte. Denn auch, ah, jetzt kommt es ein bisschen wieder runter. Hier, ja. Da sieht man die beiden Eier. Sehr gut. Upsala, da wurde es umgeschubst. Ja, also bald auch Lea dann halt hier wieder am Eier ablegen. Ich würde sagen, wir machen mal jetzt hier die Box auf und schauen da mal rein. Da. So, und wie ich das jetzt ausbrüte, um euch da ein bisschen auf die Folter zu spannen und hier, ja, das noch eine Woche rauszuzögern, tut mir jetzt leid, aber ich muss irgendwie die Videos produzieren, würde ich sagen, das Ganze sehen wir dann im zweiten Teil. Wenn der raus ist, dann findet ihr den auch unten in der Videobeschreibung und könnt ihr einfach direkt weiter gucken. Ansonsten bulle ich die jetzt quasi aus und im nächsten Teil zeige ich euch dann, wie wir das quasi ausputteln und dann in den Inkubator, den ich jetzt auch schon bereit gemacht habe, dann einsetzen, was man da so ein bisschen beachten muss. Ja, das wäre es aber auch schon von diesem Video hier gewesen. Der erste Teil von dem Zucht- bzw. Brutverhalten jetzt hier, mehr oder weniger, bei den Leopardgeckos.
Wenn es dir gefallen hat, dann, wie gesagt, lass gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, damit auch die nächsten Teile nicht vergisst. Und schreib mal so ein paar Ideen in die Kommentare, was für Videothemen dich hier bei den Leopard-Geckos fürs Gecko-Tagebuch noch interessieren könnten. Ja, das war's. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao, ciao.